Salut und hallo, hier ist wieder euer Michael von der Biokoch. Heute machen wir gebratenes Forellenfilet mit Rieslingsoße. Für unser gebratenes Forellenfilet brauchen wir Forellenfilets. Wie man sie filiert, könnt ihr dem Video entnehmen, wie filiere ich Forellen. Dann für die Soße braucht man natürlich, für Rieslingsoße, klar, Riesling, Sahne, Zwiebelchen fein gehackt, ein paar Möhren machen wir fein gehackt, Schnittlauch, ein bisschen Thymian nochmal mit drin, ein bisschen Liebstöckel, Salz, Pfeffer. Und für die Forelle braucht man noch Salz, Pfeffer, Mehl und Öl und ein bisschen Butter. So, zuerst würzen wir die Forelle, Pfeffer. Salz oder mehr Salz. Von beiden Seiten natürlich. Gut. Dann schneiden wir unsere Möhre. Kleine Würfelchen. Dazu zunächst den langen Streifen. Dann kleine Würfel. Kleine Stückchen Butter aus dem Kühlschrank. Damit. Das brauchen wir gleich für die Forelle, das lege ich mal hier gleich mit dran. So. Jetzt braten wir ein paar Zwiebelchen an. Und die Möhrenwürfelchen rein. Gut würde auch noch Sellerie dazu passen oder Lauch. Die habe ich nicht im Haus, ne? Statt Lauch nehmen wir auch Schnittlauch gleich. Angeschwenkt, ne? Glasig schön und dann mit dem Riesling aufgießen. Mit Pfeffern und salzen. Das Ganze lassen wir jetzt auch schön einkochen. Dann unsere Pfanne, haben wir schon mal vorgeheizt. Öl rein, nicht zu wenig, ne? Da muss schon ein bisschen drin sein für Fisch. Dann haben wir unsere Forelle, wird sie emulliert von beiden Seiten. Abklopfen, damit wir nicht zu viel Mehl haben. Und dann gucken, ob sie heiß genug ist. Ja, ist sie zischt. Einglätt. Zweite Filet ebenfalls. Nieren, abklopfen. So. Und in die Pfanne. Ja, das muss jetzt schön anbraten von einer Seite. Dann wird es gewendet. Und dann lassen wir es von der anderen Seite anbraten und dann sehen wir uns wieder. Der Riesling ist jetzt weitestgehend einreduziert. Jetzt gießt ihr das Ganze mit Sahne auf. Und nicht wundern, das ist bei Bio-Sahne so, das setzt sich immer ein Stück ab. Okay, und dann muss das wieder ein Stückchen einkochen. Dann sehen wir uns wieder. Der Fisch ist jetzt von beiden Seiten schön gebraten, wie ihr seht. Ne, wir haben eine tolle Farbe hier von beiden Seiten. Kommt noch als finaler Geschmacksgeber das Stückchen Butter hinzu von innen. Pfanne schon mal aus. Das ist jetzt nur für den Geschmack. Ne? Ruhig noch mal ganz kurz vorsichtig wenden von beiden Seiten, damit überall der Buttergeschmack mit rankommt. Wie gesagt, Hitze raus.
Ganz wichtig. Jetzt vollenden wir unsere Soße. Ich habe hier noch ein bisschen Zitronen-Thymian. Der kommt rein. Ein bisschen Liebstöckel. Kann auch Selleriegrün sein. Den habe ich jetzt vor allem deshalb drin, weil wir gar keinen Sellerie drin haben. Und Schnittlauch. Schnittlauch passt am besten, ersatzweise geht natürlich auch Petersilie oder wer gerne Dill mag, schmeckt natürlich auch sehr gut drin. Ich persönlich finde aber Schnittlauch und Riesling die optimale Verbindung. Hinein in die Soße. Auch die stellen wir aus. Seite. Sie ist jetzt relativ dünn. Wer es dicker mag, könnte sie halt mit Maisstärke abbinden, ne? Einen halben Teelöffel Maisstärke. Aber die schmeckt schon toll so. Dann richten wir das Ganze an. Ein paar junge Kartoffeln hier gekocht. Ne? Mit Schale ruhig. Das mal ruhig abtropfen. Rieslingsüßchen. Fertig ist das Ganze, ne? Ich könnte es noch schön ausgarnieren jetzt noch, aber ich finde, das ist schon schöne Farben. So hört man es auch besser. Bon Appetit, wünsche euch euer Bierkoch.